Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal. Heute würde ich mal ein Video machen, wo ich Auftritte von Mario aufzähle aus Spielen, die eigentlich gar kein Mario-Spiel sind. Und ich war wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, wie oft Mario in anderen Spielen aufgetreten ist. Dazu kann man auf jeden Fall noch weitere Parts machen, aber natürlich nur, wenn ihr Bock habt. Und das sehe ich wiederum an den Daumen nach oben, beziehungsweise an der Anzahl von Daumen nach oben. Also es liegt einfach bei euch in der Hand, ob noch weitere Parts von dieser Art Video kommen. Ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir mal an mit dem ersten Auftritt von Mario in einem anderen Spiel. Und der erste Auftritt von Mario in einem anderen Spiel ist einfach in Zelda Ocarina of Time. Jeder kennt eigentlich dieses Cameo, diesen Auftritt von Mario. Und wenn nicht, werde ich ihn euch kurz nochmal erzählen. Und zwar im Schlossgarten, wenn man Zelda das erste Mal trifft, dort gibt es links und rechts zwei Fenster. Und wenn man in diese reinguckt, ihr seht es hier, sah man in der Nintendo 64 Version von Ocarina of Time noch Bilder, richtige Bilderrahmen mit Bildern drin von Mario, von Peach, von Bowser, aber auch von Yoshi und Luigi. Und in der Ocarina of Time 3D Variante für den 3DS, das Remastered, was ja gekommen ist, dort haben sie das Easter Egg sogar noch über aber nicht in diesem Sinne, wie es damals war, sondern man sah da ein richtiges Level von Mario Bros. Und zwar richtige Blöcke mit Röhren und so. Also richtig geil, richtig geiles Easter Egg von Nintendo, was sie auch noch ins Remastered mit reingebracht haben. Ein weiterer Auftritt von Mario in einem anderen Spiel ist von 1987. Mike Tysons Punch-Out. Ja, wer kennt das Spiel noch, schreibt es mal in die Kommentare. Ein ziemlich lustiges Spiel eigentlich so von den Kämpfen her. Und dort hatte Mario auch seinen Auftritt. Und zwar war er der Schiedsrichter. Ich denke, man sieht es auch. Also so ein kleiner, dicker Mann mit Schnauzer und dann noch eine rote Mütze auf dem Kopf und der dicken Nase im Gesicht. Also, ich denke, wir sind uns einig, das Spiel ist ja auch von Nintendo, deswegen ist das einfach Mario, aber es ist schon ziemlich lustig, ihn einfach in anderen Spielen immer wieder zu sehen. Ein weiterer Auftritt, wo Mario bzw. Bowser einen Auftritt hat, Leute, ja, ist in dem Spiel SimCity von 1991 für die SNES. Und für alle, die SimCity nicht kennen, es ist ja heute noch eine große Marke im Gaming-Bereich. Es ist halt ein Aufbausimulationsspiel, wo man halt eine Stadt managt und auch alles, das Ganze, die ganze Infrastruktur und auch die Industrie und alles managt. Und in dem Spiel fürs SNES war es so, dass auf einmal Bowser angegriffen hat. Ja, man kriegt eine Nachricht, Bowser sucht Mario und Luigi und hat auf dem Weg, wo er sie gesucht hatte, hat er die ganze Stadt zerstört und alles brennt und jetzt muss man letztendlich mit den Folgen irgendwie umgehen. Ein weiterer Auftritt von Mario und Yoshi diesmal auch ist in Metal Gear. Ja, Metal Gear für den GameCube, ohne Scheiß, Leute, als ich das gesehen habe, hat mich das schon so ein bisschen verwundert, weil Metal Gear im entferntesten Sinne ja gar nichts mit Mario zu tun hat. Nach einer phänomenalen Cutscene, wo Snake sich einfach fetzt mit einem Typen in so einem Superanzug, kann man das kleine Labor auch frei erkunden, mehr oder weniger diesen Bereich. Und dort sieht man einmal auf den Tisch ein Nintendo GameCube. Ja, Leute, ein Nintendo GameCube Plus Controller, der richtig schön und detailreich modelliert ist für diese Zeit. Also, es sieht wirklich gut aus. Und wenn man noch ein bisschen weiter geht, sieht man Mario und Yoshi dort rumstehen auf so einem Regal. Und wenn man es sogar wagt, auf Mario zu schießen, dann wurde noch ein kleines weiteres Easter Egg eingebaut. Und zwar hört man da den One-Up-Sound und dort steht auch One-Up. Und wenn man auf Yoshi schießt, hört man das Yoshi-Sound-File, also wie er seinen Namen ruft. Also, es ist einfach genial und einfach cool, wenn man sowas findet. Ein letzter, weiterer, genialer Auftritt von Mario in einem anderen Spiel ist in Donkey Kong Country 3, nachdem man King K. Rool besiegt hat, Leute, und er den ganzen Berg hinunterfällt und aufgegessen wird von Haien. Ja, Leute, was eigentlich ziemlich brutal ist, um ehrlich zu sein. Wie dem auch sei, nachdem man ihn besiegt hat, tritt man dann Cranky Kong gegenüber, der einen letztendlich erzählt, wie gut man ist, beziehungsweise wie viel DK-Münze man hat oder auch nicht hat letztendlich. Auf jeden Fall sieht man dann Crankys Videogame Heroes und dort sieht man auf dem dritten Platz links stehen, einmal mit 19 Münzen, Yoshi auf der 2 mit 29 und Mario, ja, Leute, da haben wir unseren Mario, auf Platz 1 mit 39. Was einem natürlich noch einen kleinen Anreiz gibt, das Spiel nochmal ein bisschen weiter zu treiben, nochmal neu zu spielen, damit man letztendlich auf der 1 steht und Mario vom kleinen Thron dort oben runterschießt. Wie gesagt, Leute, das war nur ein Bruchteil von Auftritten, wo Mario oder andere Charaktere aus dem Mario-Universum irgendwo aufgetreten sind in anderen Videospielen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr sowas, dann einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Damit bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss. Euer Theodor.